Einmal Disneyland zu besuchen, ist wohl der Traum vieler Kinder auf der ganzen Welt. Es gilt als glücklichster Ort der Erde. Alle sind freundlich und nett und du kannst so viel Spaß haben, wie du willst. Trotzdem ranken sich gruselige Legenden über lebendige Puppen und Selbstmorde von Mitarbeitern um das scheinbar so friedliche Kinderparadies. Heute möchte ich mit euch herausfinden, ob Disneyland wirklich so friedlich und unschuldig ist, wie es scheint. Viel Spaß mit dem Video. Viele Experten für paranormale Ereignisse sind sich sicher. Im Disneyland spukt es. Besucher berichten von geisterhaften Erscheinungen in Bahnen und anderen Attraktionen. Aufnahmen von Überwachungskameras sollen Walt Disney persönlich zeigen, der nachts den Park überprüft. Und Puppen erwachen plötzlich zum Leben, selbst wenn die Attraktion ausgeschaltet ist. Sind das alles wirklich nur Geschichten oder steckt dahinter doch ein Funke Wahrheit? Wir schreiben das Jahr 1999. Ein Mann betritt zusammen mit seiner Familie die Attraktion A Small World. Mit dabei seine Kamera. Als etwa die Hälfte der Fahrt vorbei ist, passiert etwas sehr Seltsames. Plötzlich gehen alle Lichter aus, die Musik stoppt und die Boote halten an. Unter den Passagieren kommt leichte Panik auf, doch sofort sind über 10 Mitarbeiter zur Stelle, die die Passagiere bitten auszusteigen. Auf die Fragen, was denn nun los sei, erhalten die Passagiere keine Antwort. Die Mitarbeiter bitten die Fahrgäste nur geradeaus zu sehen, da sie sich sonst im Dunkeln verirren könnten. Auch aus den Lautsprechern, die die Attraktion beschallen, kommt nun die Mitteilung wegen der Stolpergefahr auf den Boden zu sehen und den Anweisungen der Mitarbeiter zu folgen. Der Mann zückt seine Kamera, aktiviert den Blitz und macht einige Fotos, um sich den Weg zu erhellen. Sofort wurde er von den Mitarbeitern gebeten, die Kamera wegzulegen, was er dann auch tat. Doch als er zu Hause die Fotos entwickeln ließ, bemerkte er etwas Seltsames. Auf einem der Fotos erkannte er, dass an der Decke der Attraktion ein Körper an einem Seil hing. Der Körper trug einen roten Overall, die Arbeitskleidung der Mitarbeiter der Small World Bahn. Einige Tage später besuchte er die Attraktion erneut. Doch bei diesem Mal hing nichts von der Decke und die Attraktion lief wie gewohnt normal weiter. Ob die Attraktion wirklich wegen einem Selbstmord geschlossen wurde und ob sich dort tatsächlich ein Mitarbeiter erhängt hatte, ist bis heute ungeklärt. Komisch daran ist nur, dass niemand der Mitarbeiter ein Wort über den Vorfall verlor und niemand den Passagieren erklären konnte, weshalb die Attraktion ausfiel. Doch das ist nicht das einzig Gruselige an dem Small World Ride. Mitarbeiter, die nachts die Attraktion checkten, berichteten von seltsamen Vorfällen. Am Tag, wenn das Fahrgeschäft läuft und die Besucher mit kleinen Booten in nur wenigen Minuten sämtliche Ecken der Welt besichtigen können, singen die Puppen, die mit elektrischem Strom angetrieben werden, Lieder für die Besucher. Nachts werden diese natürlich ausgeschaltet. Jedoch berichteten Mitarbeiter davon, die Puppen nachts singen zu hören und beobachtet zu haben, wie sie ihre Köpfe drehten und sie anstarrten. Gelegentlich verschwanden sie sogar ganz von ihren Podesten. Anfangs vermuteten die Mitarbeiter noch, dass es sich dabei nur um einen Streich handeln konnte. Jedoch hörten die seltsamen Vorfälle nicht auf, selbst als nicht einmal mehr die gleichen Personen dem Fahrgeschäft zugewiesen waren. Niemand kann bis heute erklären, was in dem Fahrgeschäft vor sich geht. Ob es vielleicht mit dem Selbstmord zusammenhängt? Wer weiß. Nicht nur Small World wird angeblich von Geistern heimgesucht. Oft verstreuen die Eltern die Asche ihrer verstorbenen Kinder am Disneyland, damit die Kinder an einem Ort in Magie ruhen können. Aber wenn man den Geschichten von einigen Besuchern und Mitarbeitern Glauben schenkt, ruhen die Geister der Kinder ganz und gar nicht. Das Haunted Mansion Fahrgeschäft ist sehr dunkel, weshalb man hier mit Handys oder Digitalkameras nicht filmen kann. Ein Mann, der das Filmverbot des Parks ignorierte, wollte den Zuschauern seines Blogs zeigen, wie es in der Attraktion aussieht, und filmte die Fahrt mit einer Nachtsichtkamera. Während der Fahrt passierte eigentlich nichts Außergewöhnliches, doch als er sich die Aufnahmen zu Hause ansah, bemerkte er etwas Merkwürdiges. Für einen kurzen Augenblick
war ein kleiner Junge zu sehen, der mit einem monotonen Blick direkt in die Kamera starrte. Der Mann postete das Video auf seiner Internetseite und schwor darauf, dass der Junge nicht da war, als er das Video gemacht hatte. Auch andere Besucher meldeten sich daraufhin und berichteten, dass sie den Jungen auch gesehen hatten. Viele Leser seines Blogs meinten daraufhin, dass es doch sicher nur ein Junge war, der sich in der Attraktion verirrt hatte. Doch auch sie konnten nicht erklären, weshalb der Junge direkt in die Nachtsichtkamera blickte, die in der Dunkelheit überhaupt nicht zu erkennen war. Auch erklärte das nicht die Sichtungen, die andere Besucher oder Mitarbeiter gemacht hatten. Andere Leser vermuten deshalb, dass es der Geist eines Jungen sei, dessen Asche verbotenerweise in seine Lieblingsattraktion verstreut wurde. Die Wahrheit werden wir wohl nie erfahren. Doch das waren noch längst nicht alle gruseligen Mythen und Legenden, die sich rund um den, nach eigener Aussagen, glücklichsten Ort der Welt ranken. Besucher berichten von Schauspielern in Kostümen, die plötzlich wie von einem Dämon besessen auf die Kinder losgingen, oder einem Geist, der ein Fahrgeschäft manipuliert, wenn er nicht höflich behandelt wird. Doch diese Geschichten heben wir uns für den zweiten Teil auf. Wenn ihr Lust auf einen zweiten Teil habt, dann lasst mir doch ein Like da. Würde mich sehr freuen. Von daher bis zum nächsten Mal. Ciao.